Wir fangen jetzt mit der Diskussion an. Dazu würde ich gerne meine anderen beiden Panelisten gerne hier auf die Bühne bitten und Herrn Latze auch. Herr Kraft, bleiben Sie auch da? Mein Name ist Christian Katzenbach. Ich bin Senior Researcher am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich leite dort eine Forschungsgruppe zu Internet Policy and Governance und bewege mich quasi zwischen Forschung zur Öffentlichkeit und zu Regulierung. Also ein Thema, das mir deswegen auch sehr am Herzen liegt, was wir hier diskutieren werden. Kurz zu unseren Panelisten, die auch hinzugekommen sind. Anja Zimmer ist Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB. Vorher war sie Geschäftsführerin des Deutschen Journalistenverbands. Und sie beschäftigt sich schon sehr lange oder hat sich schon sehr lange mit Hate Speech beschäftigt. Habe ich gehört. Sie wusste wahrscheinlich viel mehr über Hate Speech zu einem Zeitpunkt, als manche von uns noch gar nicht Englisch konnten oder zumindest dieses Wort gar nicht kannten. Und sehr interessant, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg kündigt an oder gründet Anfang nächsten Jahres ein Media Policy Lab, in dem Fragen der Qualitätssicherung, der Vielfaltssicherung im Kontext des digitalen Zeitalters diskutiert und erforscht werden sollen. Dazu kommen wir sicher gleich nochmal zurück. Dann sitzt ein Platz weiter, Markus Beckedahl, der Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, sicherlich einer der besten Kenner der netzpolitischen Szene in Deutschland, auch als zivilgesellschaftlicher Vertreter in zahlreichen Gremien, unter anderem beim Medienrat des MABB, der UNESCO und vielen anderen Kontexten. Also herzlich willkommen. Die Diskussion würde ich gerne eröffnen mit einer Frage an Sie, Frau Zimmer. Als Regulierungsbehörde, als Vertreter einer Regulierungsbehörde in Deutschland, würde mich erstmal interessieren, wie ist Ihr Blick auf diesen Zusammenhang und auch, was wollen Sie gerne lernen, zum Beispiel im Rahmen dieses Media Policy Lab? Was sind die Themen und was sind die Herausforderungen? Ja, also wir kommen ja als Medienanstalt eher aus der aus der Welt der klassischen Medien. Wir sind zuständig als Aufsichtsbehörde für die Regulierung von Fernsehen, Hörfunk und den Teilen des Internets. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Fragen wie Jugendschutz, mit Werberegulierung, mit dem Thema Hate Speech, aber eben auch in der klassischen Fernsehwelt mit der Frage, wie wir Plattformen regulieren. Nun sind in der, ich sag mal, alten Welt, obwohl ich den Begriff gar nicht so gerne mag, sind Plattformen ja sehr überschaubar. So eine Plattform kann man sich vorstellen, dass Kabel Deutschland sagt, wir verbreiten Fernsehprogramme und wir sagen wunderbar, dann hätten wir das doch gerne, dass ihr die Fernsehprogramme alle diskriminierungsfrei gleich behandelt, dass die Preise, falls ihr welche aufruft, chancengleich und angemessen sind und dass ihr die Reihung der Programme im elektronischen Programmführer so macht, dass das alles auch diskriminierungsfrei ist. Schwer genug, aber das kriegt man ja irgendwie hin. Da muss man sich überlegen, wie man 237 Programme sinnvoll reiht. Da hat man interessante Ideen entwickelt, aber man kriegt das irgendwie hin, weil das Feld ja relativ überschaubar ist. So, nun sind wir aber in einer Welt, wo die Bedeutung für die Information von Intermediären, wie wir sie nennen, also von Google, von Facebook, enorm gestiegen ist. Und ich glaube, man kann sehr lange drüber streiten, ob es Filterblasen gibt. Die einen sagen so, die anderen so. Wir haben unterschiedliche Studien auch selber dazu in Auftrag gegeben als Medienanstalten, die sich damit beschäftigen. Wir haben festgestellt, dass sie noch nicht nachweisbar sind, dass es allerdings Tendenzen gibt, die besorgniserregend sind. Wir haben auch festgestellt, dass wir in Deutschland bisher noch nicht so dolle unter Unterschieden in der Kommunikation leiden, wie wir sie im amerikanischen Wahlkampf gesehen haben, weil wir einfach auch eine Medienwelt haben, die vielfältiger ist. Wir haben mehr Tageszeitungen, wir haben lokale Tageszeitungen, wir haben unterschiedlichste Fernsehprogramme, unterschiedlichste Hörfunkprogramme und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir Medien konsumieren. All die Angebote haben ja auch Internetseiten, sodass ich auch im Internet, wenn ich jetzt sage, Papier finde ich blöd, aber selbst wenn ich im Internet unterwegs bin, finde ich eben immer noch sehr, sehr viel. Sodass der Blick in Deutschland sicherlich ein anderer ist als in den USA. Aber man muss natürlich auch sagen, und ich komme auch gleich zum Ende, Sie werden unruhig, wenn wir über Medienvielfaltssicherung sprechen, und das ist unser Hauptjob als Medienanstalt, dann ist man in einem Bereich, dass man sehr früh anfangen muss. Weil das Problem ist, wenn die Medienvielfalt erstmal weg ist, dann kommt die so schnell nicht mehr wieder. Also muss man gucken, dass man den Zeitpunkt findet, wo man vom
Ahnen und Raunen und Fürchten wegkommt und empirische belastbare Indizien hat, dass Gefahr in Verzug ist, aber die Gefahr sich nicht schon so verwirklicht hat, dass man feststellt, okay, das war es dann jetzt wohl auch. Schwierig jetzt erstmal im Nachhinein es wiederherzustellen, was wir im Vorhinein verloren haben. Und mit dieser Frage wollen wir uns tatsächlich intensiver beschäftigen. Deshalb haben wir das Media Policy Lab gegründet, weil wir tatsächlich glauben, dass es in ganz vielen Bereichen noch nicht genug Informationen gibt, dass es in anderen Bereichen aber auch schon ganz viele Informationen gibt, die in irgendeinem, also vor allem im internationalen Bereich, wird ja auch relativ viel geforscht. Das spielt in Deutschland für die Diskussion in der Politik und in der Öffentlichkeit keine so große Rolle. Und wir wollen das, was es an Forschung gibt, einfach transparenter machen, diskutieren, wollen gucken, wo gibt es noch Fragen, die noch weiterer Abklärung bedürfen und wollen versuchen, erste Regulierungsansätze zu entwickeln. Okay, vielen Dank. Ich verspreche, es wird auch noch Raum für Fragen aus dem Publikum geben, also notieren Sie sich Ihre Fragen, dass Sie nicht verloren gehen. Als nächstes würde ich dich gerne fragen, Markus, Gefahr im Verzug, haben wir gerade gehört oder gefragt. Wie beurteilst du die Situation? Schlafen wir noch? Haben wir vorhin irgendwann gehört auf einem Panel, oder sind wir vielleicht gar zu aufgeregt? Ist eigentlich alles okay und wir können uns die Situation angucken, ein Media Policy Lab gründen und erstmal ein bisschen überlegen und die Situation sondieren. Wie dringend ist der Handlungsbedarf? Also ich würde schon sagen, der Handlungsbedarf ist da und wir haben uns zu lange Zeit gelassen, überhaupt mal mit dem Fragestellen richtig anzufangen. Also ein schönes Beispiel ist ja die Gründung des Deutschen Internetinstituts. Es ist ja ziemlich absurd, dass Google vor über 10 Jahren das HIG, wo du ja dabei bist, quasi mit eigenem Geld als Gründungszuschuss hat stiften können, während die Bundesregierung 10 Jahre später erstmal tatsächlich diesen Prozess durchlaufen hat und Geld reingesteckt hat und das Deutsche Internetinstitut jetzt erst anfangen kann, während halt die ganzen Fragen eigentlich schon lange auf der Tagesordnung stehen. Die Entwicklung von diesem Intermediären, die ist ja auch nicht über Nacht gekommen. Man hätte auch schon eigentlich vor 7 Jahren feststellen können, dass halt Google und Facebook, ich sage jetzt mal vor allen Dingen nur Google und Facebook, weil auch wenn Twitter für eine gewisse Öffentlichkeit eine bestimmte Rolle spielt, Google und Facebook sind die dominanten Plattformen. Also man hätte schon wissen und absehen können, dass diese Player eine zu große, zu mächtige Rolle in unserer Gesellschaft übernehmen und quasi privatisierte öffentliche Räume zur Verfügung stellen, von denen wir uns massiv abhängig machen. Also es ist ja vollkommen absurd, dass mittlerweile Facebook eigentlich, abgesehen von YouTube und der Suche, die sozialen Medien massiv dominiert. Und zwar nicht nur durch Facebook. Man muss sich nochmal WhatsApp anschauen. 92% der unter 30-Jährigen nutzen jeden Tag WhatsApp. Wenn sie nicht bei WhatsApp sind, als junger Mensch, sind sie ausgegrenzt aus dem Sozialleben. Mit anderen Worten, hier ist dringender Handlungsbedarf da, wo wir eigentlich gestern schon hätten über mögliche Antworten nachdenken müssen, um heute diese passenden Antworten auch regulativ umzusetzen. Okay, danke. Handlungsbedarf. Wir gehen aber noch mal einen Schritt zurück, auch zu den Vorträgen, quasi zur Standortbestimmung. Tobias Kraft, Sie hatten Ihre Studie vorgestellt. Thema, einmal noch mal zurück zu dem Thema Echokammern, Filterblase und so weiter. Wir haben es vielleicht oft gehört, aber ich würde gerne versuchen, einen Schritt weiter zu kommen. Also wir haben jetzt gehört, es gibt ambivalente Ergebnisse. Ihre Studie kam, wenn ich es richtig verstehe, zum Ergebnis relativ wenig Personalisierung eher. Aber ich würde die Frage schon gerne nochmal zurückspielen an Sie. Wo haben Sie Ansätze für Personalisierung gesehen? Hat Ihnen irgendwas Sorge bereitet? Sehen Sie irgendwo irgendwelche Tendenzen? Und die zweite Frage dahinter, quasi, was wäre der nächste Schritt? Also wie können wir mehr darüber erfahren? Quasi, was sind Tendenzen? Frau Zimmer erwähnte eben quasi Tendenzen, die uns Sorgen machen. Wie können wir da einen Schritt weiterkommen? Was wollen Sie zum Beispiel erforschen? Gerne. Hört man mich? Super. Also ein paar Themen, die in der Analyse noch offen sind, sind natürlich die Ergebnisse der Google News. Wir haben uns nicht nur die Google-Ergebnisse schicken lassen, sondern auch mit denselben Suchbegriffen auf dem Nachrichtenforum von Google, Google News, entsprechend nachgeschaut. Diese Analyse steht im nächsten Zwischenbericht aus und dort ist auch der Gap höchstwahrscheinlich etwas größer. Das heißt, in der reinen Nachrichtenverteilung und reinen Nachrichten in der Meinungsbildung dort könnte die Personalisierung vielleicht noch drinstecken. Auf jeden Fall ist immer noch darauf hinzuweisen, dass wir hier
erstmal nur ein Proof of Concept geschaffen haben. Das heißt, wir können mit diesem Medium, mit dieser Idee als Gesellschaft etwas kontrollieren, was bis jetzt nicht kontrollierbar war. Diesen Gedanken oder diesen Ansatz sollte man definitiv weiterverfolgen und vielleicht nicht nur im Bereich der Medien weitertragen, sondern vielleicht ist diese Idee einer Blackbox-Analyse von Seiten der Gesellschaft als, nennen wir es mal Citizen Science-Ansatz, die Idee ist ja aus Amerika rübergeschwappt, auch eine Idee, die man auf andere Themengebiete, die heute im heutigen Tag diskutiert worden sind, anwendbar sind. Weil die, unabhängig davon, ob wir irgendwann diesen Transparenzbegriff so weit schließen können, dass wir wissen, wo wir reinschauen können und wo nicht in die Algorithmen, ist dies ein Ansatz, der jetzt gefahren werden kann, um im Nachhinein wenigstens auf diese Daten Rückschlüsse zu haben oder Rückgriff zu haben. Mhm. Sie wollten direkt dazu, die dürfen kurz. Wir haben ja die Studie mitfinanziert, weil wir es wichtig fanden, dass man sich das anschaut, was da passiert. Wir wussten aber von Anfang an auch, dass sie ein ganz großes Problem hat, nämlich dadurch, dass wir mit Spiegel Online zusammenarbeiten. Wer hat sich beteiligt? Alle Menschen, die Spiegel Online lesen. Jetzt überlegen wir mal, wer alles nicht Spiegel Online liest. Und dann haben wir das Problem der Studie natürlich schon relativ deutlich auf den Tisch gebracht. Und deshalb glauben wir tatsächlich, dass das ein guter Anfang war, um zu sehen, was geht. Und auch zu sehen, ob man sozusagen im Allgemeinen bei Google was findet, gerade zu Zeiten der Wahl. Dass es aber nicht lange noch nicht reicht, sondern dass wir, und das ist eben auch eine Frage der Transparenz, Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden und Wissenschaft, nämlich, dass wir schauen müssen, dass wir sowas viel intensiver betreiben können und eben auch mit anderen Datenbasen. Und das, also wir nennen das Data Access Initiative. Wir möchten nämlich tatsächlich, das ist ein Thema unseres Think Tanks, unseres Labs, überlegen, wie sehen Rahmenbedingungen aus, dass Wissenschaft und Aufsicht natürlich nicht den Algorithmus bekommt, was sollen wir damit, das würden wir im Zweifel auch gar nicht so recht verstehen, sondern Zugang zu den Daten bekommt, die man braucht, um zu schauen, ob es Verzerrungen gibt. Und das, also die Studie zeigt so ein bisschen, was man mit Daten machen kann, das muss aber meines Erachtens noch weitergehen. Mhm. Herr Latzer. Ja, möchte doch noch grundlegend sagen, also selbst wenn es die Filterbubble jetzt gibt, so what? Ja, ich meine, das muss man vielleicht zuerst mal diskutieren, weil was ist überhaupt das Problem dabei, dass es personalisierte Informationen gibt? Es wird ein großer Fehler gemacht. Insgesamt, da sind wir jetzt in der Kommunikationswissenschaft schon Jahrzehnte darüber hinweg, muss ich sagen, dass man einfach schließt, weil es gewisse Inhalte gibt, dadurch Wirkungen ableitet, ja? und außer Acht lässt, wie Leute damit umgehen oder umgehen können. Ja, und deswegen habe ich am Anfang auch schon kurz betont, natürlich sind jetzt solche Echokammern sind keine Gefängnisse, die Türen stehen weit offen, auch wenn es andere Echokammern sind, das ist das eine. Das zweite ist, es sind Komfortzonen, denn sie wollen ja gewissermaßen auch natürlich eine spezifische Information bekommen. Es ist auch eine Notwendigkeit, dass unterstützt wird, dass auch ihre Meinungsbildung gestärkt wird durch Inhalte, auch Argumente, die hier gefunden werden. Also das ist nichts prinzipiell Schlechtes, möchte ich sagen, wenn man jetzt eine Echokammer oder eine Filterbubble findet. Es geht darum, einerseits, dass diese Tore zu anderen Echokammern offen stehen. Es geht darum, dass es überhaupt eine Vielfalt gibt, wie Sie richtig angesprochen haben. Ja? Also mal aber nur bei dem einen Thema, um das abzuschließen, es ist dasselbe mit den Fake News. Ja? Also wenn man diese Fake News jetzt nimmt, heißt es noch nicht, dass das eine so furchtbare Wirkung auf die Leute hat. Ja? Und es gibt die Untersuchungen, die anschauen, wie Leute sich informieren. Und es gibt ein Repertoire, das die Leute benutzen. Und das ist weit, dass man unterschätzt die Leute in ihrer Informationssuche. Dass sie nur jetzt mehr Facebook benutzen, das ist eben nicht der Fall. Ja? Und das heißt, es gibt eine Untersuchung, die das international vergleichend gemacht hat, wenn auch von Google finanziert, muss ich dazu sagen. Ja? Aber trotzdem, ich kenne die Leute, ja, die es auch gemacht haben und so weiter, also ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass es nicht manipuliert wurde. Und es sind ja auch keine Google-Daten, die hier nur verwendet wurden. Also ich meine, das ist vielleicht das eine. Das zweite, was Sie angesprochen haben mit der Vielfalt. Das ist ein anderes
Thema, das damit verbunden ist, aber das damit verbunden ist, dass diese Firmen die Finanzierung der traditionellen Medien abziehen. Ja? Also das ist eigentlich ein Finanzierungsproblem des Journalismus, das dadurch bewirkt wird, dass eben jetzt Facebook und Google vor allem weltweit am stärksten eben diese Werbungsmittel abziehen und es deswegen ja, zu einem Problem kommt, einer Finanzierung des Journalismus. Und man muss sich überlegen, wie kann man Qualitätsjournalismus oder überhaupt Journalismus und Vielfalt gewährleisten. Das hat eigentlich jetzt wiederum nichts mal zu tun mit der Filterbubble, sondern es gibt ja dann umso mehr. Es gibt genauso, wie ich gesagt habe, es gibt die NZZ-Filterbubble, es gibt die FAZ-Filterbubble und so weiter, ja, wo sich bewegen, falls sie nur das eine Medium eben abonniert haben. Und Google und so weiter finanziert ja jetzt auch, und das ist ja das Interessante, beispielsweise die NZZ wird zum Beispiel jetzt Innovationen, Google hat also einen Fonds und so weiter, wo jetzt Firmen, wo Medien finanziert werden. Und Google weiß sehr wohl natürlich auch, wenn die ganzen Medien verloren gehen, dann geht auch ihr Geschäftsmodell verloren und deswegen werden da auch andere Maßnahmen getroffen. Vielleicht lasse ich es mal dabei bewenden. Markus. Also ich finde ja Filterbubble super. Ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, wer Fußball spielt, was in den Charts für Musik läuft. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt gelangt, wo wir trotzdem eine Art Kontrollstrukturen dazu benötigen, wie diese Filter, diese Echo-Kammern, diese Filterblasen zustande kommen. Also es gibt gerade ein aktuelles Beispiel. In den USA hat Google angekündigt, russische Staatsmedien in ihren News-Algorithmen zu benachteiligen. Ich bin kein Fan von Russia Today. Ich halte das für eine Lügenschleuder und Fake-News-Schleuder. Nichtsdestotrotz kommt hier die Frage auf, wer oder welche Medien kommen da eigentlich noch rein? Es gibt eine ganze Menge amerikanischer, zivilgesellschaftlicher, mediale Projekte, die der Meinung sind, dass sie massiv jetzt an Google-Traffic verloren haben. Und wir brauchen hier Institutionen, wir brauchen hier Nachvollziehbarkeit, wir brauchen Kontrollstrukturen, die bei solchen dominanten Öffentlichkeiten die Filterblasenstrukturen untersuchen können. Und die haben wir noch nicht. Deswegen würde ich es halt begrüßen, wenn man halt mehr in diese Richtung nachdenkt, wie Sie es mit der Open Data oder mit der Data Initiative gesagt haben, dass wir eine Art von Schnittstelle bekommen für Forschung, für Kontrollinstanzen, die möglicherweise auch erst zu schaffen sind. Ne? Man kann es natürlich beim Bundeskartellamt ansiedeln, beim Datenschutzbeauftragten, man kann auch eine neue Struktur dafür schaffen, aber wir brauchen eine solche Nachvollziehbarkeit, damit wir nicht nur auf gute Citizen Science Projekte wie eures angewiesen sind, sondern dass wir besseres Datenmaterial bekommen. Im Moment ist ja so eine Forschung eigentlich nur möglich durch solche Hacks, wie ihr sie macht, oder indem man Google oder Facebook wohlgefallener Wissenschaftler ist und NDAs unterschreibt und dann Zugang über diese Daten bekommt. Also Unabhängigkeit definiere ich anders. Bevor wir zu der Regulierung kommen, würde ich gerne noch einmal zurück zur Forschung kommen, da quasi um das Thema, was können wir wissen? Und Markus hat es ja gerade eben nochmal angesprochen. Also wie können wir dazu forschen? Auch zu dieser Frage. Man kann natürlich unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie gut es jetzt ist, mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden. Und Herr Latz hat schon angesprochen, natürlich hatten wir immer schon Filterblasen oder verzerrte Medien, wie auch immer man es benennen möchte, unterschiedliche Darstellungen von Wirklichkeit. Insofern nochmal die Frage an die beiden Forscher zurück, quasi was sind Methoden oder Wege, die Sie einschlagen werden in Zukunft, um mehr darüber zu erfahren, wo sind Tendenzen, wo wirklich Handlungsbedarf erzeugen? Also eine konkrete Studie, die ich gerade also in der Schweiz finanziert bekommen habe für die nächsten Jahre, ist, dass wir uns anschauen von der Benutzerseite ihr Informationsverhalten oder die Bedeutung jetzt all dieser algorithmischen Dienste im Alltag. Bislang, und das haben wir auch in den letzten Jahren gemacht, haben wir es top-down angeschaut und deswegen komme ich zu dieser langen Liste von möglichen Risiken. Ja? Und jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, sich anzuschauen, das Informationsverhalten und die Bedeutung, die dem zugemessen wird. Wir machen das in einer Kombination aus einerseits
einerseits, wir machen Tracking, also wir machen das repräsentativ für die Schweiz und andererseits machen wir gleichzeitig auch Befragungen. Das hat natürlich eine Verzerrung mit sich, natürlich jene, die das zulassen, sind natürlich eine ganz spezifische Gruppe, aber trotzdem, wir können das auch in den Befragungen und so weiter abfedern und auch das herausfinden, um welche Gruppe es sich handelt. Und wir machen Tiefeninterviews, also qualitative Forschung mit Leuten über die Bedeutung dieser algorithmischen Selektionsdienste in verschiedenen Alltagsbereichen. Wir schauen uns das an für Rekreation, für Unterhaltung, für die Informationssuche. Ja, also Rekreation wäre auch die Gesundheitsdaten und so weiter, ob es dafür verwendet wird. Wir schauen es an für E-Commerce auch und für Socializing, also für soziale Kontakte. Und das heißt, also ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, sich anzuschauen von der Benutzerseite, wie gehen Leute damit um und nicht nur spekulieren und sagen, das ist da und hat dann diese negativen Auswirkungen. Und bezüglich der Transparenz, also es wurde schon heute diskutiert, aber man muss ganz deutlich darauf hinweisen, dass es ein Transparenzdilemma gibt. Ja? Dass es ganz klar ist, wenn man diese totale Transparenz fordert, dass es erstens dann das System, das Geschäftsmodell zusammenbricht. Ja? Weil das, warum auch? Weil natürlich die Manipulation dieser Systeme ganz stark zunimmt. Ja? Also es kann ganz einfach nicht funktionieren, dass ein Suchalgorithmus preisgegeben wird. Oder auch jetzt, wenn jetzt so Steuer, es wurde erwähnt bei der Steuerprüfung, das geht ganz einfach nicht, das ist das eine vom System her. Das zweite ist, es funktioniert auch nicht technisch. Warum? Wenn wir uns anschauen, diese Algorithmen werden täglich mehrfach verändert. Und drittens, es ist ja nicht nur immer ein Algorithmus, wie man sich das vorstellt, es ist eine ganze Kombination, deswegen plädiere ich dafür, dass man sich Dienste anschaut, ja, und die verwenden eine ganze Kombination aus Algorithmen und algorithmischen Systemen und deswegen sind ja Grenzen gesetzt. Und ich finde deswegen, also die, was hier gemacht wird, ja, also von Ihnen, finde ich sehr gut und das finde ich ganz notwendige Initiativen, die notwendig bleiben werden. Frau Zimmer. Ja, also diese Studie, die Sie da ansprechen, die haben wir natürlich in Deutschland auch schon gemacht. Wir haben zum einen untersucht, wie nutzen Leute Medien, indem wir gefragt haben und sind zum Ergebnis gekommen, dass ab 14 56% der Menschen täglich ein Intermediär benutzen, also Google, Facebook und so weiter. Und ein Drittel nutzen den zu Informationszwecken. Wir haben dann gefragt, welche Intermediäre werden genutzt. Wir haben das Verhalten geträgt und haben festgestellt, das war wirklich total überraschend, dass man am Ende Google und Facebook nutzt und WhatsApp ganz wichtig ist und YouTube ganz wichtig ist und da gibt es auch Daten zu. Das führte ja zu dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, es gibt hier jedenfalls mal ein Thema. Wir haben dann festgestellt, und das ist das Thema Filterblasen, und da kann man schon überlegen, meine ich, ob man sagt, die sind nun schlimm oder nicht schlimm. Wir haben festgestellt, dass es in Deutschland, weil es viele Medien gibt, keine Filterblasen gibt, aus denen man sich nicht rausbewegt, weil zum Beispiel man immer noch irgendwelche anderen Medien nutzt, sei es, dass man Spielfilme im Fernsehen guckt oder mit Freunden spricht, wie immer man das nun bewerten will, ob das ernsthaft, wenn man über Nachrichten spricht, wirklich dann noch so vielfältig ist, wie man das glaubt. Wir haben aber festgestellt, jetzt schon, dass 20% der Menschen ihre Medien, also der jungen Menschen, ihren Medienkonsum ausschließlich über Internet machen, 8% ausschließlich über Facebook, wo man schon mal sagen kann, boah, das ist schon relativ viel. Und wir haben eben festgestellt, dass wir zwar nicht diese deutlichen Verzerrungen haben, wie sie in den USA mal andiskutiert worden sind, aber dass Filterblasen dazu führen, dass Diskussionen aufgeregter werden, dass die Polarisierung stärker wird, dass der Grundkonsens über das, was man so zur Kenntnis nimmt, was man weiß, sehr weit auseinander geht. Und dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir wirklich sagen können, das ist völlig unproblematisch. Vor allem, weil wenn ich denjenigen fragen würde, bist du in einer Filterblase, er mir natürlich sagen würde, nein. Also er es gar nicht mehr weiß. Und man das, was man sozusagen als Wirklichkeit wahrnimmt, dass das nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit ist, man eben nicht so doll reflektiert. Und das, finde ich, ist dann schon ein Problem, was man sich als Aufsicht anschauen muss. Und sagen, unabhängig von dem Thema, bin ich in einer Filterblase, ist ja die eine Frage, ist die andere Frage, und die geht viel weiter, wer entscheidet es denn am Ende? Also, wie sieht denn so ein diskriminierungsfreier Algorithmus aus? Kriegen wir das überhaupt diskriminierungsfrei hin, wenn personalisiert wird? Welche Themen gibt denn Google in den Algorithmus rein und sie ändern es nicht mehrfach täglich, sie haben da riesige Arbeitsgruppen und machen dann mehrere Phasen im Jahr, wo sie es ändern, also sie prüfen
Tausende von Änderungen, am Ende sind es ungefähr 320 im Jahr, haben Sie uns mal erzählt, aber whatever. Jedenfalls, die Frage ist, was fließt in diesen Algorithmus tatsächlich rein? Wenn jetzt das Gerücht geht, Google meint, wir ändern die Werbung auf YouTube, wir möchten, dass Menschen sich, dass Werbeindustrie sich im Werbeumfeld wohlfühlt. Wir möchten also nicht, dass das Werbeumfeld neben Fake News erscheint, was man ja gut verstehen kann. Das wird nun, könnte nun aber zur Folge haben, dass journalistische Angebote auch welche sind, wo man sich als Werbeindustrie gar nicht mehr so wohlfühlt. So neben Syrienbildern möchte ich jetzt auch nicht so gerne für Autos werben oder so. Ja, dann kommen wir am Ende dazu, dass dann der Algorithmus entscheidet, Werbung wird nicht mehr neben Nachrichteninhalte, nicht mehr neben journalistische Inhalte platziert, weil die Werbeindustrie total nachvollziehbar das nicht möchte. Ja, was heißt das denn, wenn wir über marktbeherrschende Intermediäre sprechen? Was heißt das denn, wenn es am Ende zwei Unternehmen gibt, die entscheiden, wie Werbung platziert wird, was ich als Kunde nach welchen Kriterien zu sehen bekomme? Ich sage nicht, also Google hat ganz sicherlich kein Geschäftsmodell, das sagt, ich möchte Fake News stark machen. Google hat sicherlich kein Geschäftsmodell, das sagt, sie möchten uns biased Infos geben. Das wäre ja verrückt, wenn sie das täten. Aber das heißt doch trotzdem nicht, dass man sich nicht mal angucken können muss, was da passiert. Dazu, also ich meine, wir führen jetzt in der Schweiz, führe ich seit 2011, also regelmäßig repräsentative Befragungen durch von Nutzerinnen und Nutzern. Und das Ergebnis zeigt Folgendes. Also einerseits, wie bedeutend sind jetzt verschiedene Medien für Informations- und Unterhaltung, ist eine der Fragen, die wir immer gestellt haben. Und das Interessante dabei ist, natürlich haben die elektronischen Medien oder Internet an Bedeutung zugenommen, ist am bedeutendsten in beiden Bereichen. Weitaus stärker noch bei Jugendlichen als bei Älteren. Das können wir ganz deutlich zeigen. Wir sehen aber auch, das Bedeutendste ist immer der soziale Kontakt, das Face-to-Face. Das wird weitaus bedeutender eingestuft eben als eben diese medialen. Das ist das eine. Und wir sehen aber, das ist, glaube ich, interessant, ganz deutlich, einen Vertrauensverlust in Internetinhalte. Ganz deutlich, vor allem seit 2013, NSA-Affäre und dann jetzt auch mit dieser ganzen Fake-News-Debatte, also das Vertrauen in die Inhalte sinkt und es sinkt differenziert. Die Leute unterscheiden sehr wohl. Sie vertrauen mehr jetzt dem öffentlichen Rundfunk, den Inhalten von Behörden, stärker noch von Kaufzeitungen als von Gratiszeitungen. Also die Leute dürfen da nicht unterschätzt werden. Sie differenzieren sehr wohl in dieser Einschätzung. Das ist das, was wir sehen. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, was mir ganz wichtig erscheint, ist, wir sollten, wenn wir über Regulierung sprechen, eine ganz zentrale Regulierungsressource ist Vertrauen. Ja, und daran kann gearbeitet werden. Das ist genau das, was es auch Ihre Institution macht und so weiter, ja, dass man Leute Aufmerksamkeit schafft dafür. Die größte Aufregung der Industrie war damals nach der NSA-Affäre, dass dieses Vertrauen weg ist. Und diese ganzen Geschäftsmodelle basieren darauf. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoller, über Vertrauen oder über Aufklärung hier aktiv zu werden, als über staatliche Regulierungen. Herr Kraft, wir hatten jetzt, jetzt ist das Stichwort Akteure ist jetzt ein paar Mal gefallen und Konrad Lischke hat heute Morgen sehr schön dargestellt, algorithmische Entscheidungssysteme optimieren natürlich im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, teilweise ökonomische Ziele, manchmal andere Ziele. Frau Zimmer hat, glaube ich, das jetzt eben schon angesprochen. Natürlich wird Facebook nicht darauf optimiert, Fake News zu verbreiten oder Hate Speech zu befördern. Sie haben ihre eigenen Ziele, die wahrscheinlich in Richtung von Engagement gehen oder in diese Richtung und Monetarisierung von Anzeigen. Herr Kraft, mich würde interessieren, wie das in Ihre Arbeit einfließt, was Sie aus Ihrer Perspektive als Informatiker dazu sagen können. Einerseits werden Algorithmen werden geschrieben, um bestimmte Lösungen für Probleme vorzuschlagen oder zu erzeugen. Wie optimiert man da und welche Nebeneffekte, über die reden wir vielleicht jetzt gerade hauptsächlich, über Nebeneffekte, wie kann man die vielleicht auch in den Entwicklungsprozess mit reinholen? Das ist eine sehr weite Frage, weil es wird ja hauptsächlich hier im Diskurs immer von Algorithmen gesprochen. Meistens sind das sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme und da gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die bedacht werden müssen, weil unabhängig davon, welche Entscheidung wir treffen, geht es um die Datenerhebung, wie wird menschliches Verhalten
operationalisierbar, wie wird es überhaupt quantifiziert, wie läuft es in diesen Algorithmus hinein, also unabhängig davon, von welchem System wir reden. Das heißt, allein die Datenerhebung oder die Speisung des ganzen Systems ist eine Frage, bei der wir viele Probleme zu klären haben. Dasselbe ist natürlich in der Modellierung. Viele Algorithmen, die wir aus dem maschinellen Lernen oder aus der künstlichen Intelligenz jetzt anwenden, haben implizite Annahmen und Modellannahmen, die es zu bedenken gilt. Und da geht es dann auch darüber, wann entscheiden wir, wann ein solcher Algorithmus gut oder schlecht ist. Hier geht es um die Bewertungskriterien, die angewendet werden, um zu entscheiden, ja, diesen Algorithmus kaufen wir, in Amerika zum Beispiel, von einer solchen Firma, um ihn dann im gesellschaftlichen Kontext einzusetzen oder nicht. Und diese Entscheidung ist natürlich auch eine, die gesellschaftlich breit diskutiert werden muss. Welche Qualitätsmaßstäbe wenden wir an? Dort sind dann die entscheidenden Personen, Interakteure, und deswegen ist es ein sehr breites Feld, welche Personen dort involviert sind. Okay, dann lass uns einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über, also sehr viel über Algorithmen gesprochen, über Technik. Und ich frage mich manchmal in dieser ganzen Diskussion, was übersehen wir eigentlich, wenn wir immer auf diese Algorithmen gucken und auf die Technik gucken? Wir haben das jetzt in der Diskussion schon ein bisschen angekratzt und in anderen Sessions kam das, denke ich, auch schon ein bisschen zum Vorschein, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal fokussieren und vielleicht mit dir, Markus, anfangen mit der Frage quasi, was ist eigentlich das Problem? Vorhin habe ich dich ein bisschen die Anstöße mit Regulierungsbedarf ein bisschen abgeschnitten. Ich würde dir nochmal die Gelegenheit geben, quasi, was ist eigentlich das Problem? Die Technik oder was? Und ja, das Problem ist, dass sich mittlerweile immer mehr Öffentlichkeit über die Plattform von immer weniger privaten Akteuren konzentriert und die halt in der Regel einseitig die Regeln bestimmen, definieren, sie regelmäßig ändern und wir uns davon abhängig machen. Und zwar so abhängig, dass man natürlich sagen kann, man muss jetzt nicht auf Facebook sein, aber das ist eher eine Luxussituation, dass man vielleicht so privilegiert ist als alter Mensch, dass man halt nicht auf Facebook oder auf WhatsApp sein muss. Als junger Mensch kann man sich das leider nicht mehr leisten. Und da haben wir ein großes Problem. Es ist auch ein weiteres Problem, dass wir abhängig davon sind, dass hier einseitig entschieden werden kann, welche Inhalte zugelassen werden und nicht, auch wenn es eindeutig legale Inhalte sind, die man im öffentlichen Raum auf dem Marktplatz ganz legal sagen könnte, weil unsere Vorfahren diese Grundrechte für uns alle erkämpft haben und wir jetzt sozusagen die Freiheit und den Luxus haben, das ausleben zu können. Auf Facebook können wir das nicht, auf YouTube können wir das nicht. Es gab gestern ein Beispiel, da hat das Zentrum für politische Schönheit, Bernd Höcke, ein Mahnmal in den Nachbargarten gesetzt. Sehr schöne Kunstaktion, da gab es auch ein schönes Video zu. Dieses Video wurde offensichtlich von sehr vielen Nazis oder Höcke-Fans oder Biden so oft gemeldet, dass irgendwann durch eine algorithmische Entscheidung oder ja, also wahrscheinlich eher durch das als durch philippinische Billigarbeiter auf den Müllhalden des Internets, die es auch noch gibt, dieses Video erstmal runtergenommen wurde und gleichzeitig der ganze Account runtergenommen wurde. Wir haben dann mal bei Google, bei der Pressestelle nachgefragt, was da passiert sei. Da hieß es sofort, oh, wir haben das nach oben eskaliert. Es dauerte so 1,5 Stunden, große öffentliche Aufregung, bis dieser Account wieder da war. Google begründete das damit, ihre Standards sagen ja 400 Stunden werden pro Minute oder pro Sekunde hochgeladen. Man kann das ja alles nicht kontrollieren, aber hier sind offensichtlich Algorithmen aufgrund von einer Bespielung von einer politischen Gruppe, die halt die freie Meinungsäußerung einer anderen einschränken wollte, eingeschritten, haben das runtergenommen und erst durch die privilegierte Situation des Zentrums für politische Schönheit wurde das zurückgebracht. Also mit anderen Worten, nur wer die Stellung in der Gesellschaft hat, die Öffentlichkeit hat, hat eigentlich noch die Chance, gegen diese Löschung vorzugehen. Das kann es nicht sein. Das sollten wir nicht akzeptieren. Wir sollten stattdessen klar sagen, okay, wenn wir hier so einen privatisierten öffentlichen Raum haben, der so meinungsrelevant und dominant für die Gesellschaft ist, dann brauchen wir hier auch ganz klar mehr Rechte. um
Das lässt uns natürlich, liegt natürlich nahe, jetzt so einen kleinen Schlenker zu dieser Hate Speech und Fake News Debatte zu schlagen. Ich würde da gerne nicht so tief reingehen, aber trotzdem die Frage, die du dir aufgebracht hast, quasi, wer entscheidet darüber, was legitime oder illegitime Inhalte sind in der öffentlichen Debatte? Und du hast den Punkt stark gemacht, momentan bringen sich sehr wenige Akteure, sehr wenige Plattformen in die Position, dies zu entscheiden. Und momentan in der aktuellen europäischen und deutschen Diskussion verlangen wir diese Verantwortung von Ihnen ja auch gewissermaßen und stehen gewissermaßen vor dem Paradox. Einerseits wollen wir, dass Facebook und Google Verantwortung für die Inhalte auf ihren Seiten übernehmen. Andererseits laufen wir damit vielleicht auch Gefahr, ihnen die Macht über diese Entscheidung damit gleichsam auf den Tisch zu legen. Wie kommen wir da raus, Frau Zimmer? Ach ja, jetzt sind wir also beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, vermute ich jetzt dann doch mal. Das ist natürlich ein Problem, das muss man einfach sagen. Wenn wir jetzt sagen, das, was Google und Facebook nun algorithmenbasiert macht, das gibt man alles in Hände von Behörden, dann gründen wir das Superministerium mit 15.000 Leuten, die jeden Tag 400 Filme pro Minute, die hochgeladen werden und bei jeder Beschwerde anschauen. Geht zwar, aber ist vielleicht nicht die klügste Idee. Ob aber nun die Idee, wie sie jetzt im Netzwerkdurchsetzungsgesetz gefahren wurde, dass wir sagen, wir machen einfach drakonische Strafen und dann werden die das schon richten. Die klügste Idee ist, würde ich nur auch bezweifeln und das Beispiel zeigt das ja sehr gut. Also wir müssen, glaube ich, den Weg gehen, dass wir das Gewaltmonopol des Staates nicht aus den Augen verlieren, weil das hat schon auch Vorteile, ja, sonst sind wir nämlich bei Selbstjustiz, aber auch nicht zu stark reinregulieren, sonst kommen wir ja zu gar nichts mehr. Also an so einen Staat wollen wir ja auch nicht. So, und jetzt erwarten Sie sicherlich von mir die Antwort, das wäre ganz schön. Die habe ich jetzt auch nicht, ich kann aber mal ein paar Fragen stellen. Die eine Frage in dem Zusammenhang ist ja, das wurde ja anhand des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ja relativ intensiv diskutiert. Was kommt eigentlich zuerst? Die Plattformen, die einfach Inhalte, die gemeldet werden, rausnehmen, oder gehen wir mal zurück in die Anfänge, als wir über Hate Speech gesprochen haben. Also Sie haben vorhin meine Doktorarbeit erwähnt, die ist nun ewig lange her und hatte das schöne Thema Hate Speech im Völkerrecht, ging zurück auf die Rassendiskriminierungskonvention, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen worden ist und schon damals gesagt hat, dass man Hate Speech, also Hate Speech ist ja aus dem amerikanischen Recht ein Begriff, der zu Gewalt, zu Rassendiskriminierung, zu anderer Form von Diskriminierung aufruft, dass man das strafrechtlich sanktionieren muss. Und das haben wir in Deutschland getan und das ist eigentlich auch ganz schön. Und ich finde, dass man das auch durchsetzen muss. Ja, und das kommt für mich kommt der Täter immer vor der Plattform. Wir müssen eben schauen, dass wir eben auch Dinge nicht bagatellisieren. Also wenn wir über Hate Speech reden, dann reden wir über Aufforderungen zu Gewalt. Das ist nichts, was eine Plattform runternehmen sollte, also muss ich natürlich runternehmen, aber das ist was, wo wir in allererster Linie über Strafrecht reden und das muss man auch mal ernst nehmen. Und das muss man auch mal schnell durchsetzen in Deutschland, das muss man effektiv durchsetzen und dann wird schon, also das wäre schon mal ein guter erster Schritt. So, und dann ist man in dem zweiten Teil, dass man natürlich trotz allem immer noch irgendwann mal überlegen muss, dass die Plattform Dinge runternimmt, wir aber dann sehr effektive Beschwerdemechanismen haben müssen und die müssten dann tatsächlich schon mindestens in der regulierten Selbstregulierung bei Institutionen wie Jugendschutznet, die das ja jetzt schon machen, landen oder die dann auch staatlich überwacht werden, weil das können wir der Plattform nicht alleine überlassen, das fände ich jetzt fatal. Aber das war jetzt wirklich ein Schlenker zu einem ganz anderen Thema. Herr Latte, Sie sind ja im Vortrag nicht mehr zu den Regulierungsoptionen gekommen. Insofern würde mich interessieren, was Sie davon halten. Ja, also erstens, glaube ich, und ganz wichtig für mich ist, also man kann dieses Thema nicht so generell pauschaliert diskutieren. Man kann nicht generell über Algorithmen, soll man regulieren, eine Algo-TÜV schaffen. Ich glaube, das bringt nichts, auch generell über Digitalisierung zu sprechen. Ich glaube, es wurde, glaube ich, am Anfang in einem Vortrag gesagt, man muss alles fallspezifisch anschauen, wie in diesem Fall. Und man sieht gewisse Risiken und Risiken heißt immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten, muss Risikoanalysen machen für jeden einzelnen Fall. Das ist die Ausgangssituation überhaupt. Für Governance,
Und was wir vorschlagen, ist dann ein Governance-Choice-Verfahren. Ja? Und ein Governance-Choice-Verfahren schaut eben so aus, dass wir entwickelt haben Kriterienlisten, die man sich anschaut für den einzelnen Risikofall und aufgrund dieser Kriterien dann entscheiden kann, braucht es wirklich eine staatliche Regulierung oder ist es nicht möglich, dass auch das in Form von Selbstregulierung, von Koregulierung oder einer Marktlösung eben angegangen werden kann. Und da sind so Kriterien dabei, falls beispielsweise jetzt die Interessensgegensätze bei dem einzelnen Punkt nicht groß sind, dann sind natürlich die Möglichkeiten von Selbst- und Co-Regulierung weitaus besser. Bei Fällen, wo die Interessensgegensätze riesig sind, wird es nicht funktionieren. Bei Fällen, wo die Marktkonzentration sehr hoch ist, wird es weniger funktionieren, als wenn mehrere Spieler sind. Also wir haben da versucht, solche Kontextfaktoren zusammenzustellen und das ist jetzt natürlich jetzt kein System, wo am Schluss es eine Lösung rauskommt, aber anhand dessen man jedes einzelne Problem diskutieren muss und dann abzuschätzen. Und also mein Plädoyer ist nicht einfach, jetzt immer nur für staatliche Regulierung als Reflex zu plädieren, sondern ich finde schon, dass in vielen Fällen Selbstregulierung auch eine Möglichkeit ist, weil natürlich in dem Fall auch, Google hat ja auch kein Interesse mit Fake News oder mit Hate Speech und so weiter. Das schadet ja auch dem Dienst selbst. Ja. Also bei diesen Beispielen muss man das vielleicht auch so sehen, wenn es um Reputation auch geht und Vertrauen. Jein. Also da würde ich mich jetzt nicht so sehr darauf verlassen, dass halt Facebook nur an sein Image denkt und deswegen die Guten sind und deswegen halt Selbstregulation irgendwie alle Probleme löst. Es gibt ja eine ganze Vielzahl an Beispielen. Also das, was ich gerade gebracht habe, es war ja nur eins mit dem Zentrum für politische Schönheit auf YouTube. Wir haben gerade einen anderen Fall auf Facebook, wo offensichtlich pro-kurdische Blogger in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, komischerweise bis zu ein Viertel ihrer Follower, ihrer Fans in den letzten Wochen verloren haben. Und das kommt halt alles in einem Kontext, wo Facebook, Google und Co. im Rahmen des Forum Internets mit der Europäischen Union, jetzt auch auf internationaler Ebene, eine Selbstregulation im Rahmen der Terrorismusbekämpfung beschlossen haben, um unliebsame Inhalte, die zu definieren sind und die halt von einer Polizeibehörde weitergereicht werden, vollkommen intransparent, die selbst löschen sollen. Und hier stehen wir vor dem Problem, hier stehen die Betroffenen vor dem Problem, dass es relativ intransparent ist. Warum sind die weg? Was ganz klar ist, ist, die Fans sind weg, die Follower sind weg. Wir haben eine ganze Menge Fälle von Betroffenen, die uns auch berichtet haben, dass sie unselbstständig sozusagen entfreundet worden sind. Es sieht so danach aus, dass halt dann einfach türkische Sicherheitsbehörden, die ja auch Teil, Türkei ist ja Teil der NATO, also gehört ja auch wiederum dieses ganze Konglomerat, lange Listen von unliebsamen Menschen an Facebook gemeldet haben, die halt, weil in der Türkei kurdische Organisationen, die teilweise von der deutschen Bundesregierung unterstützt werden im Kampf gegen ISIS, das ist so eine Seitensache, dass die halt dort als Terrororganisation gemeldet sind und dann einfach jetzt mal Kollateralschaden im Rahmen einer Selbstregulation, im Rahmen einer Terrorismusbekämpfung geworden sind. Und das kann ja nicht sein, dass wir das einfach so akzeptieren. Wo kommen wir denn in der Zukunft hin, wenn unliebsame, ja, aber vollkommen legale politische Äußerungen auf einmal in Terrorverdacht geraten und dann einfach mal von diesen Plattformen intransparent irgendwie rauszendiert werden, ohne dass man das mitbekommt. Also nicht nur intransparent, was Ihre Algorithmen angeht, sondern auch was Ihre Verfahren angeht. Frau Zimmer und dann Herr Latz. Also ich würde auch sagen, ich sage jetzt mal aus dem Blick von jemand, der Regulierungsverfügung am Ende machen muss und die sollten vielleicht auch gerichtsfest sein, ist mir das ein bisschen zu vage, weil ich glaube schon, dass wir nicht umhin kommen, Probleme zu definieren und dafür dann Lösungen zu finden, die eben manchmal auch darüber hinausgehen, dass wir sagen, die vertrauen uns, alles gut. Vertrauen ist wichtig und ich glaube auch, dass Unternehmen wie Google und Facebook schon einiges dafür tun, dass ihre Nutzer ihnen auch weiter vertrauen. Aber
Das heißt aber doch nicht, dass ich sagen kann, damit ist gut, es wird sich schon richten. Wir reden über Suchmaschinen mit einer Marktmacht von 90%. Wir reden über soziale Netzwerke mit einer Marktmacht von 100%. Also mir fällt jedenfalls kein zweites ein, was irgendwie noch relevant ist. Und da reicht mir Vertrauen nicht. Da meine ich schon, wir müssten tatsächlich sehr genau schauen, wo könnten Probleme sein. Und in der Tat, das Beispiel von, was Markus Becke da gerade geschildert hat, das erleben wir in der Aufsichtspraxis auch. Ich kriege ständig Anfragen, also in letzter Zeit vermehrt Anfragen von ausländischen Staaten, die sagen, ich soll mal den Sender abschalten. Dann sage ich, naja, Demokratie, das tun wir jetzt nicht. Ja? Und wir sind eben auch eine Behörde, wir könnten es auch nicht, wenn wir es wollten. Also wenn ich jetzt sage, ach, ich habe jetzt hier 7 Anfragen, das wäre ja auch lästig, ich schalte mal 7 Sender ab, möchte nicht wissen, was in Deutschland los ist. Ja? Also ich glaube, da käme ich mit auf die Titelseite der Bild-Zeitung und ich würde es relativ schnell lassen. Ja? Wenn Google das Gleiche macht oder Facebook, dann kriegen wir das ja alle noch nicht mal mit. Ja, weil Google wird keine Pressemitteilung machen. Übrigens, wir hatten jetzt 27 Anfragen von türkischen Sicherheitsbehörden. Wir haben jetzt folgende Seiten einfach mal abgeschaltet. Die sind dann einfach nicht mehr da. Und das kann noch nicht sein. Und deshalb glaube ich, wir müssen schon uns klarer überlegen, wo sind Gefahrenpotenziale und was können wir dann tun. Und wir können das nicht Unternehmen alleine überlassen, die bestimmt nicht böse sind, aber die natürlich andere Geschäftsmodelle haben. Und wenn, wie das ja im Wahlkampf passiert ist, Fake News besonders viel Werbeeinnahmen generieren, ja super, dann wird das halt gemacht. Das führt ja dazu, dass im amerikanischen Kongress dem Justiziar von, ich weiß gar nicht, von Google oder Facebook die Frage gestellt worden ist, ob ihm das irgendwie aufgefallen ist, dass die ganzen Sachen, diese ganze Werbung irgendwie in Rubeln bezahlt worden ist. Ob ihm da irgendwie was bei aufgefallen wäre. Sie würden doch alle behaupten, sie hätten so unfassbar tolle Systeme, ob da nicht irgendwie bei den Beträgen, die im Raum stehen, auch hätte mal ein Störgefühl auftreten müssen. Und der Justiziar hat diese Frage konsequent nicht beantwortet. Ja, also ich glaube, wir müssten, also das reicht mir nicht zu sagen, wir gucken mal und ist nicht so schlimm. Herr Latzer, kurze Replik. Das habe ich auch nie behauptet. Ich meine, es wird halt jetzt so interpretiert, schwarz-weiß wiederum. Ja. Entweder sagt man staatliche Regulierung oder. Mein Plädoyer ist für ein differenziertes Betrachten, zuerst für eine Risikoanalyse und dann für eine Governance-Choice-Analyse, dass man eben schaut, aufgrund gewisser Kontextkriterien oder auch Erfolgskriterien von Regulierungen, und es kommt dann immer ein Mix heraus und es kommt nicht entweder oder heraus, wenn man das eben so differenziert anschaut. Ja? Das ist das Plädoyer. Nicht jetzt alles Selbstregulierung oder so, sondern eben Fallbeispiele sich anzuschauen und aufgrund dessen dann zu entscheiden. Aber es gibt natürlich auch, es gibt natürlich Unterschiede. Schauen Sie jetzt, in der Schweiz beispielsweise wurde erst kürzlich, vielleicht haben Sie es auch gesehen, ein Social Media Report erstellt, wo auch dieselbe Problematik und alle Problematiken auch aufgelistet wurden wie in Deutschland. Die Reaktion ist nur eine andere und die Reaktion ist mal beobachten, genau beobachten, was passiert, eine Risikoanalysen zu machen, aber nicht jetzt gleich jetzt wie hier mit dem Gesetz einzugreifen und zu sagen, jetzt kommt auch noch das Algo-TÜV. Das ist auch eine kulturelle Sache natürlich und auch eine ideologische Sache natürlich, wie man hier reagiert. Also viele Optionen. Bevor wir die Schlussrunde machen, würde ich jetzt gerne Ihnen und euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ganz vielen, vielen Dank für dieses unglaublich spannende Panel. Ich habe eine Frage an Herrn Latzer, nämlich wie Sie sich vorstellen könnten, dass sozusagen eine gute Kontrolle der Selbstregulierung aussehen würde. Eine Kontrolle der Selbstregulierung oder so. Genau. Ja, also ich meine, die eine Möglichkeit ist natürlich, das in einer Form einer Co-Regulierung zu machen, dass im Rahmen geschaffen wird und dann die operative Ausführung dann in Form einer Regulierung. Und also wir haben zum Beispiel jetzt eine Studie gemacht, Jugendmedienschutz, habe ich jetzt gemacht, und wir haben uns angeschaut, funktioniert die Selbstregulierung beim Jugendmedienschutz? Was haben wir gemacht? Wir haben den Auftrag bekommen, Mystery Shopping zu machen. Ja, da ging es jetzt, ob jetzt diese Altersregulierungen eingehalten werden. Wir haben das durchgeführt für die Schweiz und sind draufgekommen, dass über 50% funktioniert es nicht. Ja? Und aufgrund dessen greift jetzt eben
jetzt die Behörde ein und wird jetzt Regulierungen schaffen. Aber es gibt diese Möglichkeiten eben dieser Kontrolle und diese Möglichkeiten der Kontrolle haben eine starke Wirkung. Allein, dass man weiß, dass solche Dinge gemacht werden können, verändert das Verhalten auch der Industrie. Dasselbe ist, wenn man weiß, dass man so kontrollieren kann, was hier gemacht wurde, das verändert auch das Verhalten. Also das heißt, man muss periodische Überprüfungen machen, periodische Evaluierungen und auch wieder, immer wieder periodisch abschätzen, braucht es jetzt in dieser Situation stärker staatliche Regulierung oder nicht. Jugendmedienschutz ist Beispiel in der Schweiz, jetzt kommt eine Regulierung, weil offensichtlich nach unserer Überprüfung das nicht funktioniert hat. Weitere Fragen? Dauert es ja ein bisschen, ich warte noch ein bisschen und dann. Also Pritzell ist mein Name. Ich würde gerne fragen, wenn wir diese Konferenz in eine zweite Halbzeit rausführen würden oder vielleicht sogar in eine Nachspielzeit, was haben wir heute noch nicht besprochen? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, Einstein hat ja gesagt, die Komplexität des Problems kann ich nicht auf derselben Ebene lösen, wo sie entsteht. Das heißt, das Thema Next Level, finde ich, geht eben nicht über die kleinen Zollhäuschen und die Kleinstaaterei, sondern meines Erachtens ist das so ein Problem, wie damals, als die neue Welt gefunden wurde über Kolumbus. Da haben ja auch nur die Spanier und die Portugiesen gewusst, was man da holen kann. Und dann ist mal so ein Francis Drake nach 50 Jahren mal um die Magellanstraße, hat noch ein paar Galeeren überfallen und hat dann Weltumrandung gemacht. Das heißt also, ich habe so das Gefühl, die Serenissima oder die Venezia haben ihren Verlust über 200, 300 Jahre aufhalten können. Trotzdem hat sich da irgendwas eben vom Mittelmeer, wo ich eben mit Sternen navigieren kann, musste ich ja nun so ein Chronometer erfinden und dann Längen und den Breitengrad, weil ich den Globus vermessen musste. Und ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal verstehen, wie diese Medienökonomie, und zwar nicht bei den Kunden, denn das sind ja der Kunde ist ja die sind ja die Medien und die Unternehmer und das Produkt ist ja der User von Facebook und von Google. Wie diese, sagen wir mal, Mechanismen globaler funktionieren und nicht so auf unserer, sagen wir mal, preußischen Staatsideologie, wie wir sie seit Humboldt hier haben, wie man Verwaltungsrecht durchmacht. Und da meine Frage jetzt, was könnte der zweite Schritt sein, also the next level, um die holistische Problematik und nicht die spezifische Problematik zu betrachten? Große Frage. Frau Zimmer vielleicht erst? Also ich bin ja immer nicht der Fan von dem ganz global-galaktischen, muss ich gestehen, da können wir nicht so viel mit anfangen. Ich glaube, man muss natürlich, klar muss man sich mal überlegen, was weltweit passiert, klar muss man sich überlegen, was der Nutzer, ich glaube, wir wissen aber auch schon von ganz, ganz schön viel. Wie die Medienökonomie funktioniert, glaube ich, ist jetzt auch nicht ganz, kein ganz großes Geheimnis. Die Frage, die an uns ja immer wieder herangetreten wird, getragen wird, sagen, was will denn Deutschland da eigentlich tun? Ich würde es mal darauf runterbrechen vielleicht. Was kann denn Deutschland tun, wenn wir über internationale Plattformen sprechen und Deutschland ist zu klein, Europa ist eigentlich auch zu klein, wir brauchen weltweite Lösungen oder man weiß auch nicht genau. Führt dann am Ende dazu, dass man denkt, boah, das Problem ist ganz schön groß. Wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen ab und dann wird uns vielleicht was einfallen. Ich glaube tatsächlich, dass man sehr genau mal schauen muss, wo gibt es Probleme und einige könnte ich heute auch schon benennen, dass man eine Diskussion in Deutschland führen, und zwar in Deutschland führen muss und in der Schweiz und in allen Ländern, was haben wir für Probleme? Jugendschutz ist da ein gutes Beispiel, ist ein sehr nationales Problem. Was beim Jugendschutz reguliert ist in Deutschland ganz anders als in der Schweiz und ganz anders als in Rumänien. Da gibt es ja auch schöne Studien zu. Aber auch die Frage, wie Transparenz funktioniert, welche Bedeutung hat Datenschutz, das ist schon auch regional, das ist auch europäisch, das ist auch weltweit, aber es ist eben auch regional. Und wenn wir es nicht schaffen, europäische Lösungen zu finden, wenn die USA keine Lösung findet, was ja nicht danach aussieht, als würde sie gerade Lösungen finden, dann finde ich es einen ganz guten Ansatz zu sagen, wir schauen mal, was haben wir hier für Probleme und dann versuchen wir hier mal eine Lösung zu entwickeln. Und was mich eigentlich da ganz hoffnungsfroh macht, dass zumindest Google ganz klar sagt, na klar, halten wir deutsches Recht ein.
Das ist ja, also wir reden hier über börsennotierte Unternehmen, ja, und natürlich halten die deutsches Recht ein. Das machen die im Jugendschutz genauso, wie das in der Plattformregulierung oder in der Intermediärsregulierung oder was auch immer machen würden. Wie sie es im Strafrecht machen, wie sie es im Steuerrecht machen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass Unternehmen erstmal prinzipiell rechtstreu sind. Klar, das muss man durchsetzen, aber da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wenn wir Lösungen finden würden, wir die auch umsetzen könnten. Und wir sollten, glaube ich, und da kommt dann unser Think Tank auch wieder ins Spiel, uns einfach mal damit auseinandersetzen, Lösungen zu finden. Sorry. Ja, ich würde mich dem eh anschließen. Ja, bitte. Ich muss auch meine Defizite finden, damit ich eine Auswahl habe zwischen den Lösungen und den Defiziten, wenn ich eigentlich immer nur eine eindimensionale Fokussierung habe. Dynamischer. Und was fehlt uns da? Diese Komplexität ist meines Erachtens noch nicht gestellt in dem Kontext. Wieso die so schnell ihre sogenannten Börsenwerte in 10 Jahren zu einem Top-Unternehmen mit 600 Milliarden haben entwickeln können? Das ist ja erstmal. Da gibt es ja auch Unmengen Forschung. Eben vielleicht dazu. Also dazu gibt es sehr viel Forschung, ich möchte das unterstützen. Also, ja, aber wir binden uns ein auch darin, zum Beispiel Plattformen, also über Plattformmärkte. Ja. Also wir sehen also ganz stark, wir sehen drei Entwicklungen. Wir sehen einerseits diese Datafizierung, wir sehen die Algorithmisierung und wir sehen eine Plattformisierung von Märkten. Und diese Kombination treibt das Digitale voran, das ist so, was das bestimmt. Und wir haben wenig gesprochen über die Plattformisierung bislang. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das wird jetzt theoretisch behandelt unter der Theorie von mehrseitigen Märkten und das hat Konsequenzen. Und wir sehen beispielsweise, dass eine Wettbewerbspolitik, wie sie momentan betrieben wurde, nicht mehr funktioniert aufgrund dieser Eigenschaften von Plattformmärkten. Weil dort werden, wie Märkte definiert werden in der Wettbewerbspolitik, ist nur, wenn Preis ist. Und dort haben wir eben viele, wo es keinen Preis gibt und man muss es damit umgehen lernen und andere Ansatzpunkte finden. Beispiel eben jetzt Wettbewerbspolitik, Marktmachtkontrolle. Ja? Und ein zweites Beispiel möchte ich noch anfügen und damit zurückgehen auf was ganz am Anfang ja erwähnt wurde. Es ist eine koevolutionäre Entwicklung. Herr Lenk hat das aber ganz am Anfang auch betont und das ist auch genau in dem Bereich, wo ich mich ansiedle, das als koevolutionäre Entwicklung zu sehen. Und wir haben eine Evolution von Technik. Und wenn man das ernst nimmt, dann sind das komplexe Systeme. Ja, und wenn man das ernst nimmt, dann muss man auch davon abgehen, wie die Prognosefähigkeit ist von diesen Entwicklungen und zweitens, dass man das steuern kann. Und wenn man steuern will, mit anderen sagen, man kann natürlich das beeinflussen, diese technologische Evolution ist eine andere, ist eine biologische, ja, man kann das mit Design beeinflussen, aber das hat riesige unintendierte Folgen. Darüber muss man sich bewusst sein. Man muss Abstand nehmen zu glauben, was die beste Lösung ist, eine Technologie vorzugehen und so weiter. Und vielfach bewegen wir uns nach wie vor in diesen Reflexen eines nicht komplexen Systems. Und das ist der große Umstieg jetzt, in diesem Komplexität zu denken. Und das ist genau, was Sie angesprochen haben, man muss in Szenarien denken, ja? Man muss Situationen schaffen, um diese Koevolution zu fördern, muss die Information zur Verfügung stellen, die Vernetzung, damit es funktioniert. Also da gibt es Ansätze, wie steuert, wie ist Governance in komplexen Systemen. Das ist ein allgemeines Gebiet, womit wir uns befassen. Zum Abschluss würde ich gerne eine kleine Runde machen im Hinblick auf Impulse. Und zwar auf die Frage quasi, was könnte anders sein? Aus der Techniksoziologie und auch von Friedrich Dürrenmatt wissen wir, quasi richtig gut funktionierende Technik, und besonders technische Systeme, komplexe, die richtig gut funktionieren, werden unsichtbar. Und wir müssen uns nicht mehr darüber Gedanken machen, wie sie funktionieren, was alles dahinter steckt. Wenn wir den Lichtschalter betätigen, müssen wir nicht wissen, wie der Stromkreis funktioniert, wo der Strom herkommt, wie er dahin transportiert wird, wie er erzeugt wird, am Ende wie Atomkraft erzeugt wird und solche Dinge. All das steckt gewissermaßen in dieser kleinen Bewegung drin, aber wir müssen uns darüber keine Gedanken machen. Wir müssen uns heute fast keine Gedanken mehr über Spam machen. Dieses mehr oder weniger soziale Problem scheint mir technisch gelöst, obwohl es als Sozialwissenschaftler für mich total kontraintuitiv ist, weil ich immer denke, kannst du nicht bestätigen? Nee, gut. Aber ich finde relativ gut. Und ich frage mich,
ob diese Form von Automatisierung, ob wir vielleicht in 5 Jahren an einem Punkt sind, wo wir quasi andere Unterscheidungen zwischen legitimen oder illegitimen Inhalten auch als selbstverständlich wahrnehmen. Die gute Sache ist aber, heute tun wir das noch nicht. Und wir diskutieren darüber, welche Inhalte sind Hate Speech und müssen deswegen runtergenommen werden. Wir diskutieren über die Verfahren, wie Facebook und Google und so weiter das machen. Das heißt, es gibt immerhin, auch wenn es schwierig ist, ist in unserer Diskussion deutlich geworden, es gibt Raum für Gestaltung. Und auch heute haben wir viel darüber diskutiert, Technik ist gestaltbar, ökonomische Entwicklungen sind auch zumindest teilweise gestaltbar. Und ich würde gerne die letzte Runde nutzen, jenseits dieser quasi großen Regulierungsfragen, die wir gerade angesprochen haben, was könnte anders sein, was können wir tun, vielleicht auch als Bürger. Ich denke, das Datenspendeprojekt ist ein gutes Beispiel dafür. Gerade letzte Woche bin ich auf eine Initiative vom MIT, gut, das ist auch wieder eine große Institution, aber Ethan Zuckerman hat mit einem relativ kleinen Team Gobo.social veröffentlicht, quasi ein kleines Nachrichtenkuratierungssystem, wo man die Filter selbst einstellen kann. Ja? Also es versucht quasi alle Inputs meines Facebook- und Twitter-Streams reinzuholen und dann kann ich entscheiden, möchte ich es stark personalisiert haben oder möchte ich eher in Richtung Vielfalt gehen oder andere Sachen. Es gibt sogar einen Mute All Men-Button, sodass quasi alle Inhalte, in denen Männer vorkommen, möglichst ausgeblendet werden, vor dem Hintergrund, dass vielleicht sonst Männer eher überrepräsentiert sind in Debatten, wie heute hier unglücklicherweise auf dem Panel auch wenn es nicht so geplant war. Im Grunde, was sind solche Impulse? Wo seht ihr, wo sehen Sie quasi gute Initiativen? Und was könnte vielleicht auch vom Media Policy Lab gefördert werden? Oder in welche Richtung denken Sie da? Eine kleine Schlussrunde, die Hoffnung geben soll. Fange ich an, ich sitze ja neben Ihnen. Also das Media Policy Lab geht, glaube ich, in eine etwas andere Richtung, weil wir uns tatsächlich eher mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigen und mit der Frage, was man am Ende dann für regulieren, also was man dann braucht. Und das, um das auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Transparenz wäre da ein wichtiges Thema, Souveränität des Nutzers, was mit Wahlfreiheit zu tun hat. Also was hilft es mir, wenn ich weiß, was mit meinen Daten passiert, wenn ich keine Wahl habe? Also sagen Datenschutz und eben eine andere Bewertung von Marktmacht, die zum Beispiel auch sehr viel mit Daten zu tun hat, was ja auch schon passiert beim Kartellamt oder in der Europäischen Kommission. Was würde man sich wünschen? Also wenn man sich mit Hate Speech beschäftigt, dann ist man natürlich immer am Ende da, dass man sich ganz viel Zivilcourage wünscht, dass man eben sagt, man kann so und so viel tun, man als Staat, aber man kann natürlich am Ende, will man auch nicht alles filtern und alles regulieren. Am Ende kann man sich nur wünschen, dass wir alle auch ein bisschen aufeinander aufpassen, dass man so ein bisschen meldet, wenn man Dinge sieht, die nicht okay sind, dass man Menschen stützt, die gerade in so einen Shitstorm geraten. Also letztlich das, was man Zivilcourage und vielleicht ein bisschen Achtsamkeit im Umgang miteinander nennt. Mhm. Weiß nicht, ob das ist, was Sie gedacht haben. Ja, Zivilcourage ist immer gut und brauchen wir mehr Bewusstsein, dass man es auch digital ebenso wie im öffentlichen Raum analog praktizieren sollte. Aber ich glaube, wir müssen uns noch mehr Gedanken machen, wie können wir Demokratie fördern. Wir haben gerade gescheiterte Sondierungsverhandlungen gehabt. Da war sehr viel die Rede von Start-ups fördern, Wirtschaft fördern und so weiter. Ich höre aber nie was davon, dass man auch gleichzeitig neben der digitalen Wirtschaft die digitale Demokratie fördern sollte. Und ich finde, es ist immer noch relativ absurd, dass man als zivilgesellschaftliche Initiative oder Organisation von Google das Geld hinterhergeworfen bekommt, aber es so gut wie keinerlei staatliche Förderung gibt in diesem Bereich, quasi unsere Demokratie mit zu beleben, auch im digitalen Bereich. Also hier haben wir noch sehr viel Nachholbedarf. Der Prototype Fund, der jetzt vom BMBF zusammen mit der Open Knowledge Foundation Open Source Projekte, auch gemeinwohlorientierte Open Source Projekte fördert, ist da so ein kleines Leuchtturmprojekt, was ein bisschen Hoffnung macht, aber ich würde mir wünschen, wenn es da noch viel, viel mehr geben würde. Und wenn man jetzt nicht unbedingt Steuergelder dafür verwenden möchte, wofür ich sehr wäre, könnte man natürlich auch die Haushaltsabgabe anfassen. Warum nicht 1% oder 5% oder 10% der Haushaltsabgabe nehmen, um gemeinwohlorientierte, nicht kommerzielle Medienprojekte zu fördern und damit einen progressiven Medienwandel tatsächlich mal zu
schneller zu machen, besser zu befördern. Nicht jedes Medium ist tatsächlich auch ein Geschäftsmodell. Ja, jetzt ganz was Neues kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich kann vielleicht noch etwas nachlegen, was ich schon gesagt habe. Ich glaube eigentlich, die traditionellen Governance-Ansätze funktionieren nicht mehr, die Regulierungsansätze aufgrund dieses komplexen Systems. Deswegen setze ich, also ich glaube nicht, dass man es deswegen aufgeben muss, aber muss in Kombination setzen mit anderen Dingen. Und das eine habe ich genannt, das ist mit der Aufklärung und Vertrauen. Also nur wiederum aus unserer Studie, was wir jetzt 2017 im Mai oder Juni in der Schweiz erhoben haben, 70% sagen, wir haben nichts zu verbergen in der Schweiz. 70% der Bevölkerung sagt das. Naja, gut, aber das ist, aber ich finde, das ist erschreckend. Und da sieht man, was an Aufklärung wirklich hier noch zu leisten ist und was möglich ist auch noch, welches Potenzial hier drinnen ist. Und das Zweite ist, also es wurde schon angesprochen, Skills. Nur sehe ich das auch etwas anders. Also ich würde nicht sagen, das Programmieren lernen ist für mich nicht zentral. Ja? Also ganz simpel gesagt, recherchieren lernen, suchen lernen ist weitaus wichtiger. Ja, also es gibt andere Fähigkeiten, also, und wir fragen auch ab Internet-Skills, und es geht meines Erachtens nicht ums Programmieren, sondern eben um andere Fähigkeiten, die hier notwendig werden, um Verbesserungen zu schaffen. Gut, dann ist mir echt viel schon vorweggenommen worden, deswegen kann ich nur auf den letzten Punkt kommen, weil wir haben viele Chancen und Risiken von diesen Systemen diskutiert, und ich finde, dass wir uns, wenn ich eine Prognose für die Zukunft geben darf, die ich mir wünschen würde, würde ich sagen, dass ich mir ein Awareness der Bevölkerung wünsche, dafür, dass die in den Risiken angesprochenen Werte, weil ein Risiko ist nur dann ein Risiko, wenn es irgendeinen Wert, den wir schätzen, irgendwo korrumpiert, dass wir uns über diese Werte weiterhin Gedanken machen, um dann das Analoge nicht aus den Augen zu verlieren, weil viele dieser Themen sind in der Offline-Zeit genauso vorhanden gewesen und wurden da gelöst, wenn, also vielleicht schon gelöst, aber auf jeden Fall schon diskutiert, und diese Werte sollten wir in das Digitale weitertragen. Vielen Dank. Und Ihnen allen danke ich für das Durchhalten bis zum Schluss. Und besonders danke ich aber auch nochmal meinen Panelisten und Vortragenden für die interessante und anregende Diskussion.